So, willkommen zu der neuen Folge Ramses Kitchen. Heute haben wir wieder was ganz Besonderes vorbereitet. Ist das immer noch Kitchen? Ich weiß es nicht. Eigentlich ist das ein Unbox-Video, Kitchen-Video, alles zusammen. Adi ist auch am Start und wer die letzten Unboxings gesehen hat, Unpacking, an irgendwasing. Ich bin jetzt übrigens kirchlich geworden, wie man sieht. Ich habe mich ja immer beschwert, dass Pupsi dahin geht ohne mich und ich immer kein Essen kriege und dann immer diese doofen Karten auspacken muss, aber das Muttertier hat es geschafft, mit mir jetzt mal zu McDonald's zu fahren. Und so sieht das dann hier aus. Wir haben jetzt mal vier Happy Meal mitgenommen. Zwei pro Person. Einfach weil von einem wirst du nicht satt. Erst diese zwei pro Person. Jetzt stand ein fetter Zettel dort. 10 Stück pro Person Maximum. Aber was will man mit 10 Stück? Ganz geisteskrank sind wir ja auch nicht. Haben also zwei pro Person genommen, haben ein bisschen Abwechslung reingebracht und wollen mal gucken, was da jetzt eigentlich drin ist. Das heißt, wir können erstmal hier die Happy Meals auspacken. Denn wir haben hier eins mit, ja gut, einmal mit Cheeseburger und Pommes. Früher war das ja so, ihr habt alles hier drin gehabt, oder? Jetzt ist das so komisch gemacht, man blickt gar nicht mehr durch. Wir haben einmal Cheeseburger und Pommes. Die fallen alle raus und runter. Ist der Adi Pommes? Adi? Okay, Adi ist Pommes. Einmal Cheeseburger mit Pommes. Dann haben wir einen Hamburger fertig. Warum Hamburger? Weil es da keine Pommes dazu gab, sondern was anderes. Und das andere seht ihr dann gleich. Dann haben wir im vierten einmal Pommes, soll das sein? Okay. Einmal Pommes mit Cheeseburger, nur dass die Pommes halt alle einzeln da drin rumfliegen. Das sieht so aus, als wäre das dasselbe wie das erste. Und wir haben einmal Cheeseburger. Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch. Ach so, ja, doch, klar. Und Cheeseburger alleine. Warum? Der Clou kommt jetzt. Was gibt es nämlich dazu? Da müssen wir uns mal alles hier auspacken. Erstens hat Mama sich ein Eis gegönnt. Ich habe mir auch ein Eis gegönnt zum Happy Meal dazu. Ihr hattet da ja verschiedene Auswahl. Ihr konntet ja entweder so ein Mango-Ananas-Eis nehmen oder ein Fruchtquetsch oder eine Fruchttüte. Jetzt ist das Gute, Mama hat ein Eis genommen bei einer. Ich habe ein Eis genommen bei einer. Mama geht raus. Ich sage, hier ist schon mal dein Eis. Sie nimmt das Eis, sie drückt fröhlich an das Eis und dann flutscht das raus und liegt auf dem Boden fertig. Da standen noch Leute dort, die haben das gesehen, die fanden das sehr witzig. Ich habe gesagt, hier, holt mein Eis, ne? Leider hat sie es dann trotzdem selber aufgehoben. Ich habe trotzdem ihr das Eis weggenommen. Habe ihr halt meins gegeben, dass sie meins isst, weil meins war ja frisch und nicht runtergefallen. Ja. Ich habe dann halt ihrs gegessen, weil das schon am Boden gelegen hat, egal. Trotzdem geschmeckt, gute Sache. Dann, wie gesagt, hat sie sich entschieden für einmal Apfel. Ich habe auch einmal Apfel genommen. Leider gab es nicht mehr Apfel und deswegen musste ich doch so einen Fruchtquatsch nehmen. Also, es ist im Prinzip zwei Happy Meals für jeden. Jeder hat einmal Eis genommen. Beide wollten einmal Apfel nehmen. Leider musste ich jetzt zu dem Fruchtquatsch ausweichen, weil es nicht nochmal Apfel gab. Dann geht's um die Getränke. Mama hat sich eine Bio-Scholle gegönnt. Der Ramses hat sich einen Tropicana Orange gegönnt. Ja, also auch wieder ein Unterschied in einem Paket. Aber in dem anderen waren wir uns einig, denn für das zweite hat jeder einfach eine Capri-Sonne genommen. Wie stellt ihr eure Happy Meals zusammen? Schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Dann haben wir hier noch, braucht man nicht, genau. Und das Wichtigste, wieso ist da einmal ein Burger mit Pommes und dann ein Burger alleine? Weil ihr habt ja immer die Wahl zwischen Pommes oder Salat. So haben wir einmal einen Burger mit Pommes und einmal einen Burger mit Salat. Und der andere hat auch einen Burger mit Pommes und einen Burger mit Salat. Ist also eigentlich auch gut kombiniert. Alles schön frisch, wunderbar. Dressing gab es auch. Dressing fliegt hier unten irgendwo rum. Dressing haben beide das
Caesar-Dressing genommen. Also das Caesar, wie auch immer. Und für die Pommes haben wir noch Dip. Die Mama hat sich einmal den Schuhcreme mit Schnittlauch-Dip genommen, also Sour Cream, Schuhcreme mit Schnittlauch, und bei mir gab es den Ranch-Dip. Jetzt sind das beide Menüs, die sind beide theoretisch fertig. Jeder hat ja noch eine Gabel dazu bekommen für den Salat. Und das, worauf die meisten von euch wahrscheinlich warten, wir haben wieder 4 Packs von diesen dummen, verkackten Pokémon-Karten bekommen. Und die wollen wir jetzt mal wieder rumdrehen, wollen die mal wieder auspacken, wollen mal gucken, was da dabei ist. Grün, blau, weiß. Wir fangen mit einem weißen an und wir enden dann auch wieder mit einem weißen. Wir können kurz wieder hier schauen, was wir heute hier für ein Spiel drin haben. Das kennen wir schon mit den Schatten von den Pokémon. Hier habt ihr wieder schöne Sticker dabei. Das ist ja cool. Alle 3 Starter plus Pikachu. Obwohl, glaube ich, hatte ich beim letzten auch schon. Finde ich auf jeden Fall schön, dass das trotzdem unterschiedlich ist da drin. Dann machen wir das Pack auf. Das Pack müssen wir wieder so rum aufmachen, dass man da nicht reingucken kann. Wenn wir das jetzt so abziehen, müsste das, glaube ich, passen. Genau. Mal gucken, ob das immer dieselben sind. Wir haben ein Panflam schon wieder. Wir haben ein Adelastas. Wir haben ein Memeon. Haben wir, glaube ich, auch beim letzten Mal gehabt. Wir haben ein Chimpep. Ich kann ihn nicht mehr sehen, Adi. Mach was. Tu den Chimpep weg. Und wir haben Igamaro. Ich glaube, Igamaro haben wir noch gar nicht gehabt. Jetzt aber auch so. Ich glaube, das Ding ist, es gibt eine begrenzte Anzahl an Karten, ja. Die wiederholen sich immer, immer, immer wieder. In einem Pack ist natürlich auch immer so eine glänzende. Und wahrscheinlich gibt es jedes hiervon einmal glänzend und normal. Jetzt müsst ihr so viel kaufen, dass ihr jede Karte einmal glänzend habt. Im Endeffekt. Die legen wir wieder zur Seite. Machen uns gleich, weil das... Welches war denn jetzt glänzend? Das Igamaro, das Grüne, war glänzend. Also machen wir jetzt auch das Grüne als nächstes auf. Haben hier... Das ist ja was ganz anderes. Das habe ich noch nicht gesehen. Das ist sehr schön. Das legt man auch mal hier hin. Der Adi schlägt ja an einer anderen Packung rum. Hier habt ihr richtig einen Bilderrahmen. Ja? Das könnt ihr hier, glaube ich, so abtrennen, aufstellen. Da könntet ihr entweder was reintun oder ihr lasst es so. Ihr könnt euch das so als Bild, als Pikachu-Bild aufstellen, wenn es halten würde. Ich habe es noch nicht richtig gemacht. So, guck, oh, sieht das nicht herrlich aus? So ein schönes Pikachu-Bild, ne? Wir haben hier jetzt noch Karten. Ich glaube, das habe ich schon. Aber ist ja egal. Kann ich vielleicht duggeln, ne? Wir gucken wieder auf die Karten. Wir haben noch mal ein Flamli. Kennt man. Wir haben ein Robal. Kennt man. Wir haben ein Bisasam. Kennt man auch. Und wir haben Serpifeu das zweite Mal so leuchtend. Und da fällt mir jetzt wirklich auf, ja, also irgendwie ist der Inhalt sehr begrenzt. Es gibt wohl nicht so viele unterschiedliche Karten. Nein, der Adi klaut meinen Burger. Lass mir den Burger in Ruhe. Da ist der Rest von meinem Burger. Ah, ich muss den Burger schnell wieder zusammenbasteln. Das Brötchen muss wieder drauf. Dann tue ich den schnell wieder hier rein. Dann tue ich den Rest wieder da rein. Nein! Adi, nein! Wir tun das da drauf und jetzt passt das. So, sieht doch gut aus. Adi, gehst du bitte? Gehst du bitte? Ah! So, weiter geht's. Wir haben jetzt hier blau. Das heißt, wir machen jetzt hier mit blau weiter, aber wir wollten ja eh das Weiße zum Schluss machen. Packen hier also aus. Ihr habt hier wieder das, haben wir auch schon mal gesehen. Dann haben wir hier wieder diese Sticker, diese doppelten, die haben wir auch schon mal gesehen. Ihr habt hier wieder diese Landschaft, okay, die haben wir auch schon mal gesehen. Ist auch die gleiche, also theoretisch, es gibt 4 verschiedene Sachen wohl. Wir machen das wieder auf, aber wir gucken wieder so rum, dass ihr dann nichts seht. Und haben... Wupp! Flammiau, die habe ich noch nicht gehabt, hier noch nicht gesehen, du. Da werde ich gleich zum Cesaro, der Landvogel ist wieder da, 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 da. Also Flammiau, gut, kenne ich nicht. Sagt mir nichts, ist auf jeden Fall neu, habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Sehr cool, sehr, sehr wie voll. Fünks am Start.
Zweimal das Rote. Digga, jetzt geht's richtig heftig ab. Gekaboa braucht man nicht gut. Und wir haben Froxy. Und es leuchtet wie ein Vater. Guckt dir das an. Gut, Froxy neu. Froxy habe ich noch nicht mal normal gesehen. Froxy jetzt glänzend drin. Ich glaube, ich nehme alles zurück. Es lohnt sich doch wieder, bei McDonald's zu essen und die Karten aufzumachen und zu gucken. Ja gut, den Inhalt, den kennen wir schon, ne? Zack. Guck dir das an! Adi! Adi nicht! Adi gleich! Adi, du hast doch! Du kriegst dann Pommes! Nein, Adi! Nani! Adi! Adi! So, weiter geht's mit. Wir haben hier nämlich noch diese Stickers. Das sind dieselben wie vorhin. Da können wir die ganze Stadt zukleben und noch ein Pack ist übrig. Das noch schnell auf, dann essen, dann ist Pupsi, glaube ich, auch gleich da. Mal gucken, ob ich mit Pupsi nochmal zu McDonald's fahre. Oder ob das dann reicht. Hier noch ein Otaro drin, also wieder blau. Adi, nein. Dann einmal hier ein Memeon. Oh, beides blau. Ich erkenne langsam ein Prinzip, was dahinter steckt. Ein Bisasam, grün. Jo, mei, du kommst ja mal hier. Und dann haben wir noch ein Bisasam mit Glanz. Das heißt, du kannst weg, du bist der Boss. Nein, ich habe keine Ahnung. Schreibt ihr halt mal rein, welche Karten habt ihr schon bekommen, die ich noch gar nicht gezogen habe, wenn ihr das seht, oder welche würdet ihr gerne glitzernd haben und irgendwie Pikachu gibt es doch auch. Pikachu-Karten, aber die Pikachu-Glitzerkarte ist wohl die heftigste, die seltenste oder irgendwas. Ich blicke langsam eh nicht mehr durch. Ich weiß auch gar nicht, was ich mit den Karten hier mache. Die alle jetzt auch hier aus diesem Set. Vielleicht verlosen wir die trotzdem alle mal irgendwann insgesamt. Oder wir halten sie, behalten sie oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Das war es auf jeden Fall jetzt von dieser Folge aus. Haben wir wieder schön gestreckt. Über 12 Minuten. Aber wer das letzte Video gesehen hat, weiß ja, ihr müsst gar nicht auf 10 Minuten strecken. 8 Minuten reicht. Aber ich habe ja noch das Essen ausgepackt. Das Essen gezeigt. Den Inhalt gezeigt. Es waren 4 Packs statt 3. Dreiens. Ob sich das weiterhin lohnt, sich da was zu gönnen, weiß ich nicht. Werden wir uns mal einig, mal gucken. Ich bin jetzt nicht so ein Kartensammelfreund unbedingt. Ich bin jetzt nicht hier YouTuber, der das unbedingt so gehypt-mäßig mitnehmen muss. Ich fand's cool, dass ich endlich mal ein Happy Meal essen kann, ja. Das ist mein persönliches Highlight. Das war's jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und schreibt mal rein, ob ihr euch auch ein paar gegönnt habt und auf welche Karte ihr besonders stolz seid, ob ihr was Cooles habt. Aus.